Der schwerste Taifun der Saison und mittendrin die Gulf Livestock 1 auf dem Weg nach China mit 43 Mann und fast 6000 Kühen an Bord. Das Schiff sinkt, nur zwei Männer überleben. Reporter Moritz Eislinger rekonstruiert das Schicksal des Frachters in einem Dossier für die Zeit. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Schiff mehr aussagen könnte über die globale Schifffahrt als der Untergang an sich. Frachter sind die Motoren der Weltwirtschaft. 90% der Waren gehen über Schiffe und die Schiffe fahren unter Billigflaggen, sodass die Schiffseigentümer kaum Gesetze und Vorschriften zu beachten haben. Das Unglücksschiff, ein maroder Kahn. Unter den Opfern der junge Deutsch-Australier Lukas Orda, Tierarzt an Bord. Moritz Eislinger nimmt Kontakt zur Familie auf, die viele Fragen hat. Und deshalb waren sie, glaube ich, ganz froh, als ich angefragt habe und angefangen habe zu recherchieren. Die Ordas und andere Angehörige stellen dem Journalisten Videos, Fotos und Chats zur Verfügung. Dokumente der verheerenden Arbeitsbedingungen. Es liegt vor allem daran, dass auf diesen Schiffen vor allem sehr arme Menschen arbeiten. Aus Kambodscha, aus den Philippinen, aus China. Und die haben einfach keine Lobby. Fast 900 Schiffe gingen in 10 Jahren auf den Weltmeeren verloren, nahezu unbemerkt. Ich glaube, wenn auf diesen Schiffen vor allem Westeuropäer arbeiten würden, dann würden wir viel, viel mehr davon mitbekommen.